Wenn ihr das hier jetzt gleich nicht sehen möchtet, dann bitte auf 50 Sekunden vorspulen. So, da wären wir. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute testen wir den True Fate Trax in GTA Online, der angelehnt an den Bugatti Devoir aus dem Real Life ist. Ich habe ja extra Bilder aus The Crew 2 genommen, weil der Wagen dort im Spiel drin ist. Und in The Crew 2, da habe ich ihn so ziemlich standardmäßig gelassen, außer halt von der Power her. Deshalb ist das, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. So sieht er ungefähr in Real Life aus. Das Vorbild. Und so sieht der Trax in GTA 5 aus. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen und so. Was soll ich dazu sagen? Meiner Meinung nach ein extrem schönes Auto in Real Life und auch in GTA 5. Das hat Rockstar Games echt richtig gut hingekriegt, muss ich sagen. So, fangen wir erstmal an mit dem Handling. Ja, auf kurvigen Strecken. Ich weiß, die meisten Leute, die GTA bei mir sehen wollen, die wollen PvP sehen. Ich weiß, tut mir leid, aber ich mag halt auch andere Sachen. Ich mag nicht nur PvP, ich mag auch die Autos. Das heißt ja Grand Theft Auto und deshalb, ich mag auch Autos, genauso wie ich einen Bodenkampf mag. Aber naja, beginnen wir erstmal hier mit dem Rennen. Ja, wie ihr sehen könnt, der Trax, der hinkt zuerst so ein bisschen zurück. Aber ich muss sagen, allgemein vom Handling her, da scheint der Trax echt um einiges stabiler zu sein. Vor allem, weil wir haben ja beide gesehen, beide haben ja gerade das Ding umgehauen. Der Trax bleibt stabil, der Wagner nicht. Pluspunkt auf jeden Fall für den Trax. Wir können auch sehen, er liegt jetzt deutlich vorne, wirklich deutlich. Allein dadurch, dass er dadurch nicht so aus dem Konzept gebracht wurde und somit hat er dann eine nice Zeit hingekriegt. So, das ist jetzt von beiden die beste Runde, die ich jetzt zeige. Wie ihr sehen könnt, der Wagner ist wieder vorne. Und der Trax, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, er springt kein bisschen anders als der Wagner. Übrigens, der Wagner ist vom Handling her das beste Supersportauto, der beste Supersportwagen, deshalb benutze ich den im Test gegen den Trax, nur dass ihr es wisst, für die, die es nicht wissen. So, ihr könnt auch sehen, wie smooth er durch die Kurven geht, kaum bremsen, also ich musste kaum bremsen, er ist direkt durch die Kurve gegangen, wie ein Messer durch Butter. Auf jeden Fall nice. Und ihr könnt auch sehen, der Trax liegt minimal vorne, beziehungsweise, was heißt minimal, eigentlich sogar relativ deutlich. Ja, wie wir sehen können, da hat der Wagner halt nicht viel entgegenzusetzen. Deshalb muss ich sagen, allein so vom Handling her, meiner Meinung nach, der Trax der beste Supersportwagen für kurvige Rennstrecken, den ich bisher gesehen habe. Also ich selbst. Hier könnt ihr nochmal sehen, welche Bestzeit jeder Wagen gefahren ist. Der Trax ist auf jeden Fall da um einiges besser. So, jetzt gehen wir zur Beschleunigung. Da der Devast 8, der schnellste Wagen von der Beschleunigung im ganzen Spiel. Gegen den Trax, wir können, glaube ich, schon von Anfang an sehen. Ja, der Trax, der hat nicht so viel Wheelspin, er kommt besser weg, aber das ist dann doch relativ deutlich für den Devast 8, weil der um einiges schneller ist, auch in der Endgeschwindigkeit. Deshalb die Viertelmeile, das ist der erste Kontrollpunkt, hat er gewonnen, der Kilometer auch. So, jetzt kommen wir zum allgemeinen Fahrgefühl. Da habe ich den T20 genommen, weil der T20 ist halt so meiner Meinung nach für mein persönliches für meine persönlichen Bedürfnisse ist halt der T20 bisher immer an der Spitze gewesen, weil er sich einfach am smoothsten fährt von allen Autos überhaupt. Und
Ich muss sagen, der Trax, der, boah, der setzt da echt, der macht es mir nicht leicht, weil ihr könnt sehen, ich habe einen riesen Fehler gemacht, in dieser Kurve mit dem Trax. Aber es ist krass, wie schnell der Trax wieder, ich meine, er ist sofort wieder drin. Sowas kann man sich mit anderen Autos kaum vorstellen. Es ist echt Wahnsinn, wie gut sich dieses Auto fährt. Ihr könnt auch sehen, ich gehe hier über die Curbs hier, ohne dass es irgendwie dem Wagen was ausmacht. Ich bremse ein, perfekt die Kurve genommen. Es ist echt krass, wie smooth sich dieses Auto fährt. Vor allem, ihr seht, mit dem T20 habe ich echt sehr viele Probleme hier auf dieser Strecke. Das liegt aber an der Strecke allgemein, weil die Strecke ist 15 Kilometer lang und tut eigentlich alle kurvigen Straßen in dieser Region zusammenführen, wodurch eine 15 Kilometer lange Strecke angelehnt an den Nürburgring, also an die Nordschleife des Nürburgrings, ja, herauskommt, sage ich mal. Und ihr könnt sehen, der Trax hat den Vorsprung aufgeholt. Er hat den Vorsprung einfach aufgeholt. Und das, obwohl er so einen riesen Fehler gemacht hat. Und ihr könnt sehen, der Trax geht hier butterweich durch, der T20 dreht sich. Es ist krank, wie gut sich dieses Auto fährt. Es hat so viel Anpressdruck, ihr konntet das ja auch gerade sehen. Ich bin über diese Kuppe gefahren, bin ein bisschen abgehoben, aber der Wagen ist sofort wieder auf den Boden gekommen. Ja, okay, das war dann nicht so gut. Das ist eine sehr schwierige Stelle hier. Da habe ich mit dem T20 Glück gehabt, dass ich die Kurve da besser genommen habe. Deshalb ist der T20 da nicht rausgeflogen aus der Dings, Kurve. Aber ihr könnt sehen, der Trax, der holt sofort wieder auf. Es ist echt Wahnsinn, wie schnell dieser Wagen ist. Obwohl in der Höchstgeschwindigkeit ist der Wagen wirklich nicht so gut. Aber dafür im Handling und Beschleunigung ist auch nicht schlecht. Aber vor allem im Handling holt dieser Wagen so viel raus. Ich meine, von der Beschleunigung ist er auch schneller als der T20. Also allein für Anfänger, Leute, dieses Auto ist echt verdammt krass. Holt es euch. Ihr könnt es kostenlos gewinnen. Ohne etwas zu bezahlen, könnt ihr dieses Auto gewinnen. Das Einzige, was ihr vielleicht zahlen müsst, ist das Tuning. Aber alter Leute, holt euch den Wagen. Ich meine, T20, ja, diese 100.000, die der Wagen mehr kostet als der T20, ist der dreimal wert. So verdammt gutes Handling und so anfängergerecht vor allem auch. Dieser Wagen ist einfach nur fantastisch. Das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Klar doch. Aber meiner Meinung nach ist dieses Auto das beste Auto im Spiel. Also das beste Straßenauto im Spiel. Beziehungsweise der beste Supersportwagen im Spiel. Zumindest bisher. Es gibt ja noch andere Supersportwagen, die neu dazugekommen sind. Die werden wir natürlich auch testen. Beziehungsweise nur einen eigentlich. Also bisher zumindest. Bisher. Vergesst nicht den AMG. Das Project One kommt auch bald ins Spiel. Mal sehen, was der dem Trax entgegenzusetzen hat. Ich freue mich schon. Aber auf jeden Fall bisher, meiner Meinung nach, das beste Auto im Spiel. Ja, ihr könnt auch sehen, der T20 ist noch ein klein wenig vorne. Aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf es hinauslaufen wird. Der Trax holt sich die Zeit wieder. Erst recht, weil in den Kurven er bricht halt nicht so leicht aus wie der T20. Beziehungsweise er bricht halt gar nicht aus. Das ist auch so ein Dings, was halt am Wagner ein großes Problem ist, weil der Wagner bricht extrem schnell aus. Der T20 zwar auch, aber ihn lässt, ja, der T20 kann man besser einfangen als den Wagner. Aber da ist dann der Trax halt die Königsklasse, weil der Trax, der lässt sich noch leichter einfangen. Und also wenn er dann mal ausbricht, was er eigentlich nie tut. Und genau aus solchen Gründen ist dieser Wagen meiner Meinung nach, ich kann nicht gut reden, es tut mir leid. Auf jeden Fall, genau aus solchen Gründen ist dieser Wagen meiner Meinung nach das beste Auto im Spiel. Und ihr könnt auch sehen, smooth durch jede Kurve, der T20, er bricht aus. Das Heck vom T20 bricht aus. Beim Trax keine Spur. Keine Spur. Nicht mal eine Sekunde denkt der Wagen da, nur daran, auszubrechen. Dieser Wagen ist es einfach das perfekte Anfängerfahrzeug. Er fährt sich gut. Er fährt sich leicht, auch für Fortgeschrittene natürlich, weil
wenn man wirklich dieses Auto beherrscht, kann man damit echt verdammt gute Rundezeiten natürlich auch, aber auch ungerade Zeiten gehen damit natürlich auch klar. Oh Gott, das war der schlechteste Joke aller Zeiten, es tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, man kann mit dem Wagen so gute Zeiten rausholen, als Anfänger und als Profi. Leute, ich kann es nur nochmal sagen, holt euch dieses Auto. Auch hier so smooth durch die Kurve. Oder T20, ich meine, war naja, eigentlich auch meine Schuld. Aber trotzdem, der T20 hat sich bei weitem nicht so präzise steuern lassen wie der Trax. Der Trax ist einfach nur bestes Handling im Spiel. Kann ich nur sagen. Er ist nicht der schnellste, er ist sogar langsamer als der Edda. Aber trotzdem, das Handling macht das Ganze wieder wett. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Also nein, es tut mir nicht leid. Also doch ein bisschen. Oh mein Gott. Ihr könnt ja sehen, ich habe mich gerade gedreht. Zweimal oder so. Ich habe nicht gezählt. Auf jeden Fall, der Trax war sofort wieder drin. Ich konnte sofort wieder weiterfahren. Das wäre mit keinem anderen Auto, das ich gefahren bin bisher, möglich gewesen. Deshalb muss ich sagen, der Trax schlägt den T20 haushoch. Haushoch, wirklich. Genauso wie jedes andere Auto. Außer halt in der Beschleunigung natürlich und in der Geschwindigkeit. Da ist er nicht so gut. Aber ich meine, der RE7B als Beispiel, der ist in der Beschleunigung und der Endgeschwindigkeit auch nicht so gut. Genauso wie der Wagner. Die sind da allgemein nicht so gut. Aber dafür können sie halt was im Handling. Ja, ihr könnt es ja sehen. Easy peasy gewonnen. Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dem Wagen, beziehungsweise jetzt kommt noch das Fazit. Ich muss sagen, der Wagen, er ist sein Geld absolut wert, kauft euch das Auto und solange ihr es gewinnen könnt, versucht es zu gewinnen, dieses Auto ist es absolut wert. Ja, das war mein Fazit zu dem Wagen, holt ihn euch, egal ob gewinnen, kaufen, was auch immer, holt euch das Auto. Ja, bis dahin würde ich sagen, das war's für ein Video. Und links, rechts könnt ihr Videos sehen, in der Mitte könnt ihr abonnieren. Wir sehen uns, ciao und bis dann.